Mahlzeit. Ja, heute wollte ich euch mal meine Ausrüstung vorstellen, die ich so für eine Zweitagestour mitnehme. Ich wurde da schon öfters gefragt, nicht nur einmal. Und ich habe gemacht, ja, heute ist so schönes Wetter und ich kontrolliere eh meine Ausrüstung jedes Jahr mal, ob noch alles okay ist, weil ich halt nicht jedes Teil jeden Tag benutze. Fängt mit Batterien an und hört auf mit Medikamenten, ob die halt noch okay sind. Ja, ich wollte euch erstmal eine kleine Übersicht überschaffen und danach gehen wir mal jedes einzelne Teil eins nach anderen durch. Ja, das ist halt meine Ausrüstung. Hat jetzt nicht viel mit Survival zu tun, wie man sieht. Ist halt schon sehr üppig. Ja, und da kommt dann nachher alles rein in den Expedition. So, gucken wir uns das mal ins Detail an. Bis dann. So, ich werde dabei ein bisschen Gas geben, weil eben viele Sachen einfach sich schon alleine erklären. Ja, einmal hier meine Lieblingsakkus von Nloop. Ein bisschen Schleichwerbung, aber die sind wirklich gut, weil die einfach diesen Memory-Effekt nicht haben. Und auch dieser Entladestrom, der jede Batterie hat, ist bei denen sehr, sehr niedrig. Das heißt, dass die sehr lange ihre Kapazität, also ihre Energie halten. Bei normalen Akkus hat man halt das Problem, dass wenn man sie aufgeladen hat, eine Woche später sie schon wieder halb leer sind. Das hat man bei denen Gott sei Dank nicht. Daher sind sie meine Lieblinge. Mit dabei ist dann immer so eine schöne Aufbewahrungsschachtel. Weiß sind bei mir die vollen. Und auf der anderen Seite tue ich die leeren rein, damit ich da auch immer weiß, wie Stand der Dinge ist. Ich achte immer bei meiner Ausrüstung, dass ich immer denselben Batterietyp benutze. Also die passen bei meinem GPS rein, genauso wie meiner Taschenlampe und so weiter. Ja. Nummer 1, ich stehe es mal auf Seite. Ja, dann hier ein bisschen Luxus, eine wasserfeste Otterdose, sind relativ teuer, dafür sind sie auch ziemlich dicht und gut, halten richtig was ab und hier habe ich einfach so ein bisschen Luxusartikel, ein bisschen Tee, Beuteltee, das ist eben mein Ersatztee, wenn ich mal wieder vergessen habe, den anderen einzupacken und für mich halt auch sehr wichtig Dextrose, weil ich ab und zu mal ein bisschen Probleme im Kreislauf habe. Gerade wenn ich mal wieder übertreibe mit Klettern oder so. Ja, zack. Wasserdicht, kein Problem. So, allerwichtigste, Erste Hilfe. Erste Hilfe habe ich eben gecheckt, ist alles soweit noch okay. Das Einzige, was abgelaufen war, waren die Aspirin, die ich immer dabei habe. Weil, was soll man sich rumquälen, wenn man Kopfschmerzen hat oder so. Gerade wenn man zu wenig trinkt oder so, ist das eine große Hilfe halt, um halt wenigstens die Schmerzen wegzukriegen. Dann habe ich noch ein paar Pflaster reingetan und der Rest, was da drin ist, könnt ihr hier auch schön lesen. Habe ich immer dabei, sollte man immer dabei haben. Man weiß nie, ob man selber Hilfe braucht oder jemand helfen muss. Ganz wichtiges Teil, wiegt auch eigentlich nichts. Ja, ich packe einfach das nächste Teil. Das ist halt meine Taschenlampe. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Eine LD10 von Phoenix. Ich habe mir so einen Rotlichtfilter da drauf gemacht, aus dem einfachen Grunde, damit ich meine Nachtsichtfähigkeit nicht verliere. Rotlicht hat halt die Eigenschaft, dass sie diese nicht beeinträchtigt. Ja, gerade wenn man nachts unterwegs ist, ist das eine gute Sache. Kann man auch einfach abmachen. Und dann hat man halt die volle Taschenlampe. Taschenlampe, so. Nächste. Ein Kompass. Ja, ich habe in der Tasche nur einen Kompass dabei. Das reicht auch vollkommen. Das ist halt ein Twitter zwischen Kartenkompass und Marschkompass. Oh wei. Gerade ein kleiner Vogelkampf hin. Ja. Der ist auch sehr gut. Und ist von Rektor. Wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Ich meine aber auch, dass der Team Survival auch den schon mal schön vorgestellt hat. So. Ja, mein Hut darf nicht fehlen. Vor allen Dingen im Sommer. Zack, nächste. Ja, ein Heiko Haes Messer. Ist jetzt so fast mein Standard geworden, nehme ich immer mit. Feuerstein und der gute Fatwood. Zack. Dann habe ich eine Expedition-Flasche dabei. Aus einfachem Grund,
Die ist durchsichtig, ich sehe, was drin ist. Ich kann abmessen. Ich weiß, wie die Verunreinigung ist von dem Wasser zum Beispiel. Es hat eine große Öffnung, also habe ich auch nie Probleme, irgendwie Wasser einzufüllen. Und ich habe hier noch so einen Slab-Schutz oder wie sich das nennt, damit ich mich nicht immer bekläger. So. Nächste. Ja, das ist hier meine, gehört zu meiner Back to the Roots Ausrüstung, die ich ab und zu nur mitnehme. Und das ist zwar einfach so ein Tabakleder-Täschchen. Und da sammle ich halt immer natürliches Sondermaterial, von Birkenrinde bis Samen und so weiter. Kommt hier rein, habe ich immer eine Seitentasche und wird dann immer als erstes benutzt, bevor ich halt meinen anderen Zunder benutze. So. Schon allein wegen Trainingszwecken, ja. Dann habe ich hier noch so ein Teesieb, da mache ich halt meinen Tee rein. Das erklärt sich, glaube ich, von selber. Ja, Handschuhe habe ich dabei. Finde ich sehr wichtig, um sich halt zu schützen. Handschuhe. Dann habe ich halt meinen Chemag, der ist halt für tausend Sachen nützlich. Ich nutze ihn vor allen Dingen sehr gerne im Winter halt als Schutz vor der Kälte für meinen Nackenbereich oder halt sogar über den Mund gezogen und so weiter. Ist aber auch gut, wenn man sich mal hinsetzen will, schmeißt man einfach am Boden, fertig. Die Dinger kosten nichts. Wenn sie kaputt gehen sollten, holt man sich ein neues und wenn nicht, kann man sie leicht waschen, aber halt am besten nur in der im Becken halt, weil die tierisch färben, ne? Vor allem beim ersten Mal. So, dann habe ich ein Tarp, DD-Tarp, das berühmte, was der Henry mir empfohlen hat. Muss ich sagen, ist bis jetzt ziemlich gut. Ich hatte es zwar jetzt erst dreimal dabei, auch noch keine Übernacht damit gemacht, aber es lässt sich super schnell aufbauen und super schnell wieder einpacken. Ich finde es um einiges besser als meine erste Lösung mit den beiden Bundeswehr-Ponchos, vor allen Dingen, weil sie auch um einiges leichter ist. Ja. Und man hat weniger Gefummel beim Aufbauen. Ja, dann habe ich noch so eine kleine Miltec Mini Hamcock. Die benutze ich jetzt schon seit 3 Jahren. Und die hält immer noch. Die hat zwar einige Laufmaschen, aber ich glaube, ich habe 9,90 Euro dafür bezahlt. Und dafür ist sie einfach super. Also da kann man echt nichts sagen. Die ist halt eine Mini, ziemlich klein. Notfalls kann man drin schlafen, so wie ich sie nutze, halt in meinem Lager, damit ich mich mal setzen kann oder mal hinlegen kann beim Lesen oder was. Ist die optimal. Wiegt auch nicht sehr viel. Ob sie wirklich 250 Kilo aus... Nee, 250 Gramm. 200 Kilo aushält, das glaube ich weniger. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, da habe ich noch eine Otterbox. Die hatte ich mir mal zusammengestellt, als ich meinen ersten Walkthrough gemacht habe. Und da ist wirklich so die wichtigen Hygienesachen drin. Ne? Ich habe hier noch Fettbrühe. Sehr wichtig, wenn man wirklich nichts zu essen findet, dann kann man sich hiermit nochmal Energie geben. Ist auch abgelaufen, also kommt auch raus. Dann habe ich Kamelienöl. Damit kann man Wunden und alles Mögliche halt behandeln. Wenn man die Füße kaputt hat und so weiter, kann eine Wohltat sein. Dann habe ich hier noch so einen Ersatzfeuerstarter, den muss ich auch noch testen für Jonas. Auch so ein Video, was ich noch machen muss. Ich glaube, der ist von Magnum. Ich habe den mal ein paar Mal benutzt, das tut sein Ding. Ja, der Kompass ist natürlich der Pipi, Tempos, alles mögliche gut, Toilettenpapier. Und hier sind nochmal OBs drin als Ersatzzünder. Ich weiß gar nicht, was ich noch schon habe. Achso, und noch Reserve S-Bit Brennstoff. Ja. Kann nicht schaden, in einer wasserdichten Box zu haben. So, tun wir alles wieder rein. Zack. Das kommt einfach ganz unten in den Rucksack. Und dann hat man immer ein bisschen Reserve. So, dann habe ich einen Leatherman Wave dabei. Schon allein um heiße Töpfe oder sowas runterzuholen und eine kleine Säge ist dabei. Ja, so ein Multitool ist einfach praktisch. Dann ein belgischer Brocken und ein Stück Leder für unterwegs was zu schleifen. Jetzt würdet ihr aber natürlich wundern, warum ich nicht meine Schleifhilfe dabei habe. Ja, da wundere ich mich auch. Ich glaube aber, ich habe eine verschenkt und habe mir noch keine neue gebaut. Ist mir jetzt auch erst aufgefallen. Beim Kontrollieren meiner Klamotten halt. So, ein Stift. Vor allen Dingen ein Bleistift. Der tut es immer.
so eine dicke, schöne Mine. Da kann man immer wieder was mitschreiben. Schreibmaterial habe ich dann meistens beim Kartenmaterial dabei, das ich mir ja eh immer bei jeder Tour mitnehme, je nachdem, wo ich hingehe. So, weiter geht's. Ja, normalerweise dann auch noch Nerdextrose, habe ich eben aber schon gesehen, ist leider auch abgelaufen. Ah ne, ist sogar noch ein bisschen da, kann ich mir jetzt ins Auto legen für auf der Arbeit. Und eben die Aspirin, die leider auch abgelaufen sind. Und zack, Bundeswehr Poncho. Hatte ich vorher zwei Stück dabei, habe ich jetzt eben nur noch einen dabei, eben als Regenschutz für mich und für meinen Rucksack, weil ich ihn einfach überschmeißen kann. Finde ich praktischer als diese modernen Jacken, weil was bringt dir das, wenn du trocken bleibst, wenn dann dein Rucksack klitschnass ist. Wie gesagt, der bleibt auf jeden Fall dabei. Kleinigkeit, eine Sonnenbrille, aber eine mit ballistischem Schutz. Die gibt es bei Böker, ich glaube ab 60 Euro aufwärts. War mir recht wichtig, schon allein wenn ich Holz hacke oder halt ein Messer teste, habe ich schon manchmal Angst, dass mir das zerbricht, das Holz oder eben da die Klinge, und da will ich meine Augen geschützt haben und sieht natürlich gut aus. So, dann habe ich hier meine schöne Tasse, ich hatte schon ein bisschen was miterlebt, da mache ich halt meinen Tee, meine Suppe oder was auch immer mit drin. Dann habe ich noch ein bisschen Paracord dabei, eben damals für meinen Bundeswehrponcho abzuspannen oder jetzt um mir eben Kleinigkeiten zu basteln. So, dann habe ich hier mein Täschchen für mein Brennmaterial für meinen Kocher. Da ist halt der S-Bit-Kocher drin mit Futter für den. Ich habe hier so einen kleinen Metalllöffel drin. Kann man immer gebrauchen, muss ich ja nicht alles schnitzen. Dann habe ich hier noch ein Knicklicht drin, dazu komme ich später noch. Gerade wenn man nachts unterwegs ist, ist das sehr, sehr praktisch. Man macht es halt an der Kleidung und wird erkannt, von wem auch immer, wenn es vom Jäger ist. Ja, noch großes Bit, jetzt mal, weil es länger dauert, und das war's schon. Hier vorne habe ich noch was, ne? Alles klar. Ja, im Großen und Ganzen war es das, bis eben auf den Kartenmaterial. Und jetzt schmeiße ich das alles mal in den Rucksack rein und dann zeige ich euch das Endergebnis bis später. So, das Ganze sieht dann gepackt so aus. Sieht ziemlich ordentlich aus, finde ich. Ist ein kleines Backmaß, gerade in der Waage, damit man nicht überall hängen bleibt. Natürlich, wenn ich jetzt wirklich übernachten sollte, nehme ich mir noch eine Isomatte mit. Die kommt hier an die Seite noch dran. Und was ich noch vergessen hatte, habe ich immer in der Hosentasche. Ich habe natürlich auch noch eine Signalpfeife dabei für den Notfall, weil es einfach weniger Kraft kostet, als rumzuschreien. Und man wird einfach schneller gehört. Ja, an der Seite habe ich noch eine kleine Pulmoldose mit vasilierte Watte als Notzunder. Und ihr seht schon, mit Zunder habe ich hier schon ein bisschen viel Zeug drin. Ich denke, da kann ich noch ein bisschen was abspecken, um Gewicht zu sparen zum Beispiel. Innen habe ich jetzt noch genug Platz, um mir noch was zu essen mitzunehmen. Also da passt noch locker was rein. Und hier ist auch noch Platz ohne Ende. Ja. Das ist einer von meinen drei Rucksäcken, die ich nutze. Ich habe eben noch einen kleineren für Tagesausflüge, wo ich halt keinen Tarp mitnehme, was ich mir aber dann doch manchmal mitnehme, schon als kleiner Sonnenschutz oder einfach auch Spaß an der Freude. Und dann habe ich noch den einen größeren Maxpedition, der ist dann wirklich, wenn ich drei Tage wegfahre und weiß, dass ich da auch übernachte. Da kommt dann auch je nachdem noch ein Schlafsack dran. Ja, das war's mal wieder von mir. Man sieht sich vielleicht bei Facebook, da habe ich einen eigenen Kanal. Und es gibt auch eine schöne Facebook-Gruppe, Bushcraft Deutschland, oder halt im Forum Bushcraft Deutschland. Bis dann, tschüss.